Hallo meine lieben Zuseher und herzlich willkommen zu einem neuen Bitcoin-Update auf dem Kanal. Es ist der 17.05.2018, schon heute mal den Bitcoin-Chart wieder etwas genauer an. Wir schauen uns an, warum ich denn die 7700-Zone für so relevant halte, warum ich denn hoffe, dass wir von der 7700-Zone relativ stark bouncen. Und ich würde sagen, wir starten direkt los. Davon noch ein kurzer Hinweis auf meine Telegram-Gruppe. Den Link findet ihr wie immer in den Kommentaren. Würde mich mega freuen, wenn ihr reinschaut. Ich mache das Ganze wieder so anfängerfreundlich wie möglich, da ich jetzt wirklich oft die Kommentare bekommen habe, dass ich das Ganze ein wenig eher beginnerfreundlich gestalten soll. Das heißt, ich erkläre die Sachen wieder öfter. Falls das irgendwelche Fortgeschrittenen stört, seht es mir bitte nach, aber es gibt doch noch relativ viel Anfänger im Kryptobereich, denen man das eben genauer erklären muss, weil die sonst eben nichts verstehen, und das ist natürlich auch relativ ungut für die Anfänger, weil die natürlich auch sehen wollen, was hier abgeht. Ja, im Prinzip schauen wir uns das Ganze jetzt mit Elliott Wave Theory an, und wir sehen hier ganz klar, dass wir hier 1, 2, 3, 4, 5 Wellen nach oben gesehen haben. Die fünfte Welle war leider relativ kurz. Die Korrektur war dann doch überfällig, weil wir $4000 nach oben gepusht sind und weil die Korrektur natürlich dann irgendwann kommen muss. Wir können nicht $4000 nach oben gehen und immer nur diese Mini-Korrekturen sehen. Wir haben hier fast keine Trades mitgeformt bei der Welle 2. Wir haben bei der Welle 3 auch fast gar nicht korrigiert. Wir hatten einmal diesen Drop von den 9600, aber bis dahin kam eigentlich fast nichts. Bei den 9900 kam jetzt die Korrektur und es ist wieder alles, ja, halb so schlimm, wie es dargestellt wird. Ich bin immer noch super bullish, was den Bitcoin betrifft, rein charttechnisch, und wir sehen uns auch gleich an, welche Marken gehalten werden müssen, damit wir dieses bullische Momentum aufrechterhalten. Im Prinzip formen wir jetzt eine ABC-Korrektur, die wir auch gesehen haben, und die einzige Frage ist jetzt, wie zur Hölle interpretiert man das hier unten? Ich meine, diese ABC-Korrektur, die hatten wir auch schon im letzten Video angesprochen, und die ABC-Korrektur ist auch relativ valide. Die Frage ist jetzt nur, was zur Hölle geht hier ab? Da könnt ihr euch wirklich mein vorletztes Video anschauen. Da waren wir nämlich genau bei diesem Punkt hier. Im vorletzten Video waren wir bei diesem Punkt hier, und da habe ich gesagt, wir müssen jetzt abwarten, wie sich die nächsten Wellen korrigieren, weil dann können wir schauen, ob das wirklich jetzt das Ende der ABC-Korrektur war oder ob wir einen Impulse-Wave-Failure haben. Und genau diesen Impulse-Wave-Failure haben wir jetzt erlebt. Das ist wichtig zu verstehen, weil wir hatten hier eine Zweierwelle, die schon relativ tief retraced hat. Das heißt, Welle 2 hat im Bereich 0,786 retraced. Das würde dann ja entgegensetzen, dass die Welle 4 maximal in dem Bereich 0,382 bis 0,5 laut Erfahrung retraced. Aber wir haben den kompletten Meltdown gesehen. Wir haben hier eine Welle 3, und was wir dann gesehen haben, wollen wir einfach nicht sehen, weil wir Bullen sind. Wir haben die Welle 4 gesehen, die diese komplette Struktur zerstört und somit für einen Wave Failure sorgt. Das heißt, wir haben jetzt einen Wave Failure. Was machen wir jetzt? Wir hätten hier versucht, hier nach oben zu pushen, sprich, wir hätten versucht, jetzt diese neue übergeordnete Welle 1 zu starten, weil wir hier 5 Wellen nach oben hatten. Wir haben es aber jetzt aber nicht geschafft, weil die Subwaves eben nicht geschafft haben, diese Struktur zu halten, weil die Welle 4 eben unter die Welle 1 gegangen ist, was überhaupt nicht geht, also die darf gar nicht so weit retracen. Was wir jetzt haben, ist einfach wieder eine erweiterte Korrektur. Das heißt, wir gehen hier nochmal raus, damit ich das so anfängerfreundlich wie möglich erkläre. Wir haben 5 Wellen nach oben gesehen. Was sehen wir dann? Eine ABC-Korrektur. Richtig. Was wir dann sehen wollen, ist eine Welle 1 nach oben, die eben, ja, das wäre die gesamte Welle 1, und wir haben jetzt eben von den Impulse Waves geredet, und wir hatten bei den Impulse Waves jetzt schon einen Fehler, aber wir haben jetzt hier diesen Wave Failure, und jetzt fragen wir uns, was machen wir mit diesem Part hier? Was machen wir damit? Wir haben jetzt hier eine erweiterte Korrektur. Die Korrektur gestaltet sich so, dass wir hier ein W schreiben, auf Englisch W, also die heißt auch WXYZ-Korrektur, das ist die erweiterte Korrektur. Und im Prinzip formen wir jetzt erstmal eine WXY-Korrektur. Das heißt, wir benennen das hier als ABC, WX, und dann geht es weiter mit einem neuen ABC-Muster. Das heißt, wir befinden uns jetzt wieder in einer ABC-Korrektur. Yeah. So, das haben wir jetzt erstmal. Das sieht dann ungefähr so aus. Ich weiß, das sieht ziemlich strange aus, aber das ist momentan der Fall. Und wie können wir das jetzt auf den Chart am besten ummünzen? Ich weiß nicht ganz, wie ich das jetzt interpretieren soll, aber wenn ihr mich fragt, würde ich das Ganze hier mal als Failure betrachten, weil das wäre der Ausbruch gewesen. Das heißt, das wäre jetzt unser W von drüben. Das ziehen wir uns jetzt rüber, weil wir faul sind und weil wir das nicht nochmal eingeben wollen. So, W, X ziehen wir uns auch rüber, wenn es funktionieren würde. So, W, X. Wo ist jetzt das W? Das W ist hier unten. Okay, passt perfekt. Und jetzt hier WX. Und was kommt dann? Ja, ABC. Hier wäre schon mal ein A. Hier ist jetzt die Frage, sind wir jetzt im B? Weil wir hatten ja gestern wieder diesen Bounce von hier oben. Und das wäre jetzt in unser B, was eben voraussagen würde, dass wir auf ein C warten. Korrekt, habt ihr richtig interpretiert.
Das wäre dann die vollendete WXY-Korrektur, was jetzt eben im Spiel ist, wenn wir das Ganze mit Elliott Wave Theorie ja betrachten. Ich weiß, das sieht jetzt vielleicht für euch Anfänger ziemlich diffus aus und ihr denkt euch, what the fuck, warum haltet ihr so viele Linien auf den Chart? Aber im Prinzip, wenn ihr das einmal checkt, dann ist es eigentlich auch gar nicht so schwer zu interpretieren. Ich hatte, glaube ich, vor ein, zwei Monaten schon mal so ein WXY-Set-Video beim Bitcoin. Ich weiß nicht, ob ich das noch finde. Wenn ich es finde, dann werde ich es euch verlinken, da habe ich das Ganze schon mal genau erklärt. Ja, so. Aber jetzt fragt ihr euch, wie kommt der auf 7700? Warum sollen wir bei 7700 bouncen? Ist ganz einfach. Wir gehen hier raus, zoomen ein wenig rein und dann sehen wir, dass wir hier das 0,618 Retracement formen. Es liegt genau auf 7700. Weiters sehen wir, dass wir hier relativ starken Support haben an der linken Seite, weil wenn ihr euch das Aufkommen ansieht in diesem Bereich, ist das einfach ziemlich starker Support in diesem Bereich hier. Vielleicht haben wir hier drüben auch noch was. Ja, wir haben hier auch noch was. Wir haben hier auch starken Support durch das Aufkommen in diesem Bereich hier. Das heißt, wir können dieses Viereck auch hier rüber schieben, das heißt, wir haben hier Support und das 0,618 FIP-Level, wo jetzt auch viele ja warten, dass wir auf die 7700 kommen, deswegen shorten hier auch viele und wir können euch gleich, noch was zeigen, nämlich können wir uns auch zu den Extension, also den Retracements noch die Extensions anlegen, sprich die Extensions von Welle A, damit wir ungefähr ahnen können, wie weit die Welle C nach unten geht. Wenn wir die Welle D jetzt in diesem Bereich hatten, hätten wir auch in diesem Bereich von dem ja, FIP Retracement, dass die 1-to-1-Extension, sprich die 1-to-1-Extension liegt auch bei $7,682, also im Bereich $7,700. Das heißt, wir haben jetzt die 1-to-1-Extension von der Welle A, wir haben die 0,618 FIP-Ratio, wir haben starken Support von der linken Seite und das sind für mich schon genügend Gründe, warum wir hier bouncen sollten. Wenn wir hier nicht bouncen sollten, wäre das schon wieder ein wenig problematischer und würde wahrscheinlich wieder für depressive Stimmung und Panik am Kryptomarkt sorgen, weil dann hätten wir erstmal noch Support im 0,786 Bereich und ich denke, wenn wir wirklich 0,618 leicht brechen, dann könnte es wirklich wieder ziemlich schnell nach unten gehen. Ja, Richtung 7,1K und wir wissen, 7,1K ist schon wieder nahezu ein 6K und dann ist wieder komplette Panik. Also das wollen wir nicht sehen, wir hoffen jetzt stark darauf, dass wir 0,618 halten. Im Moment sieht es danach aus, als wäre das die B-Welle. Ich hoffe, dass wir diese 7700 halten. Wir haben zwar auch hier starken Support, also es gibt definitiv auch die Möglichkeit, dass wir jetzt schon bouncen. Also wir haben jetzt $8,300. Vielleicht sehen wir jetzt noch ein wenig seitwärts und dann sehen wir mal einen Push nach oben. Die Frage ist jetzt halt, psychologisch betrachtet, gibt bestimmt noch viele Leute, die shorten, weil die einfach alle auf die 7700 warten. Deswegen ist es halt schwierig, von hier jetzt schon zu bouncen. Es ist definitiv die Möglichkeit vorhanden, weil wir haben jetzt hier diesen Support noch auf dieser Seite, der hier oben auch ein wenig mit reinspielt, wo wir jetzt gerade sind. Es ist zwar jetzt eher Resistance, weil hier die 8,4K ist, aber natürlich, es ist jetzt auch schon die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass das hier jetzt irgendwie die Korrektur schon war, weil Elliott Wave ist natürlich auch nicht immer perfekt, aber das wäre jetzt mal mein Szenario für die 7700 und warum wir die 7700 unbedingt halten müssen. Und ich würde sagen, ja, es reicht jetzt erstmal für dieses Update. Ja, fail, ich wollte euch gerade noch was zeigen. Nämlich, ich wollte euch ja noch mal mein bullisches Szenario zeigen, weil ich weiß, dass meine, die meisten Zuschauer im Kryptobereich logischerweise bullisch auf dem Bitcoin sind. Und ich wollte euch jetzt nicht mit diesem bearischen Szenario verabschieden, mit diesem depressiven Wave-Count, diesem WXYZ-Count, sondern ich wollte euch noch mal kurz diesen bullischen Count mitgeben. Und logischerweise, wenn das jetzt hier die Welle 1 nach oben war und wir jetzt hier diese Welle 2 als Korrekturwelle formen und wenn wir bei der 0,618 Ratio bouncen, erwarten wir jetzt eine Welle 3. Und ihr wisst hoffentlich, wenn ihr meine Videos schaut, dass die Welle 3 am öftesten die längste Welle ist und auf keinen Fall die kürzeste Welle laut Elliott Wave. Das heißt, schauen wir jetzt mal an, wie hoch die Welle 1 oder wie hoch die Welle 1 war, also mit den Extensions ziehen wir uns die Welle 1 hoch, gehen dann runter zur 0,618 Ratio, wo wir hoffentlich bouncen und dann schauen wir uns an, wie weit die Welle 3 gehen konnte, aufgrund dessen, dass die Welle 1 schon relativ massiv war und die Welle 3 niemals die kürzeste sein könnte, targeten wir die Welle 3 mindestens in diesem Bereich hier hoch, was ein $13,500 Szenario für den Bitcoin voraussagen könnte. Ja, wäre das nicht sehr bullisch und wäre das nicht sehr schön. Auf alle Fälle wäre das mein Szenario, was ich euch mit auf den Weg geben würde. Wenn wir hier bouncen, 1-to-1-Extension sehe ich auf alle Fälle als realistisch und auf alle Fälle als möglich. 11.200 sehe ich für die nächsten ja, Wochen
schon möglich, wenn wir jetzt hier wirklich bouncen, wenn wir nicht wirklich den kompletten Meltdown sehen, die Panik und wieder zu 6K gehen, dann wäre 11,2K wirklich mein Szenario. Wir haben dann hier diesen massiven Double Top, den wir natürlich erst durchbrechen müssen, also diese 161.8 Extension wird dann eher noch schwierig, aber wir werden auf alle Fälle hier hochkommen. Wenn wir hier bouncen, dann wäre hier ab 10.000 nochmal Free Air zu den 11,5K hoch und dann könnten wir auch nochmal die 13,5K sehen, bevor wir die Welle 4 formen. Ja, und dann müssen wir eben nochmal das Ganze neu aufziehen. Yeah, ich hoffe, das war jetzt nochmal ein wenig aufmuntern zum Ende dieses Videos und ja, wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst mir ein Like da, kommentiert, teilt und so weiter und so fort, wie es alle YouTuber immer sagen und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, euer Technik-Crypto.